Herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Unser Baumhaus ist endlich passend zum ersten Schnee fertig. Ich würde sagen, wir gucken es uns mal an. Da oben haben wir jetzt endlich unser riesiges Do Something Logo. Ich finde es ziemlich cool geworden. Und hier unten haben wir unser Heizungslagerfeuer. Da muss immer mal jemand runtergehen und Holz nachlegen. Aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Wir haben da jetzt endlich so Anti-Rutschstreifen drauf gemacht. Das hattet ihr ja in den Kommentaren geschrieben, dass wir das unbedingt machen sollen. Ist ganz sinnvoll bei den Temperaturen. So, die Zugbrücke ist zum Glück unten. Da ist nämlich schon jemand zu Hause. Hallo. Wir haben hier so eine Garderobe aus dem Geweih gebaut, das haben wir sogar selber gefunden irgendwann mal. Und hier unten haben wir einen Schuhschrank aus Paletten, wie auch fast der Rest hier im Baumhaus. Okay, dann haben wir hier unsere Sitzecke, das ist auch aus Paletten, wie man sieht. Die kann man sogar aufmachen. Da unten drin ist unser ganzes Schlafzeug, weil man die Bank hier nämlich noch ein bisschen umtransformieren kann, das zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier oben diesen Tisch, der ist jetzt gerade hochgezogen. Den können wir runterlassen, um da zu helfen. Klar. So. So, weil sonst wäre es ein bisschen zu eng, um da überhaupt reinzukommen. Achtung, jetzt reicht schon. Okay, dann kann man das hier so einhängen. Ist der Tisch sogar ziemlich stabil. Und dann kann man hier einen gemütlichen Winterabend verbringen. Hä? Nur weil die Alex sich grün gewünscht. Nein, weil du das vorher schon gesagt. Dann kann man den Tisch jetzt nochmal als Schlafgelegenheit nutzen. Und zwar, wenn man es hier nochmal aushängt und dann komplett runterkurbelt. So. So, dann kann man hier unten die Stützen ausklappen, den Tisch da drauflegen. Okay, dann kann man hier hinten jetzt noch die Lehne rausnehmen. So. Alles klar, und dann ist man eigentlich schon fertig, um hier zu schlafen. Hier unten ist ein bisschen besser, weil hier eine Fußbodenheizung ist und oben wird es dann schon kalt in der Nacht. Okay, dann machen wir da hinten weiter. Und zwar haben wir hier hinter der Palette unsere ganze Technik versteckt. Das ist jetzt der Motor von der Zugbrücke, das ganze Zeug von der Fußbodenheizung und die Stromversorgung, also alles, was man nicht so im Raum haben will. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier unten fertig, gehen wir mal hoch. Okay, hier oben ist eigentlich mein Lieblingsraum. Der ist gerade tagsüber richtig schön hell mit den großen Fenstern. Das sieht man jetzt leider nicht. Ja, hier haben wir nochmal eine Palettenbank gebaut. Da ist eigentlich auch nochmal ganz schön viel Platz drauf. Okay, hier geht es dann weiter zum Balkon. Ich mache die Schiebetür jetzt mal nicht auf, weil es draußen ziemlich kalt ist und der Balkon auch voll nass ist. Hier haben wir einen Lichtschalter zu der Laterne da draußen, die wir mit viel Arbeit restauriert haben. Ja, dann haben wir hier nochmal extra oben drin LED-Leisten. Das sieht man jetzt nicht so gut, weil die Glühbirnen eh so hell sind. Hier oben ist nochmal was ganz Besonderes. Die, die das Baumhaus schon ein bisschen länger verfolgen, wissen das vielleicht. Da haben wir sogar Heimfächer gebaut. Ich verrate euch jetzt aber nicht, wie die aufgehen, weil das bleibt nämlich unser Geheimnis. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir Hoodies gemacht haben. Und zwar haben wir einmal dieses Logo und dann nochmal das hier mit dem Baum und dem großen Do Something. Dann haben wir das Ganze nochmal als T-Shirts in Schwarz und auch nochmal in Anthrazit. Do something! Die Hoodies und T-Shirts sind fair produziert und aus Bio-Baumwolle. Und hier hinten ist nochmal unser schönes Logo drin. Wenn ihr auch so eins haben wollt, dann haben wir euch den Link in die Beschreibung gemacht. Mit jedem Kauf unterstützt ihr natürlich unsere zukünftigen Projekte. Okay, dann zeige ich euch jetzt mal unseren dritten Stock. Der ist auch ziemlich gemütlich geworden. So. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, vielleicht ist das hier doch mein Lieblingsraum. Hier oben ist echt so gemütlich geworden. Hier hinten kann man sogar die Farbe einstellen mit einer Fernbedienung.
hier oben haben wir jetzt das Dachfenster. Da kann man tagsüber, jetzt sieht man natürlich wieder nichts, ziemlich weit gucken sogar. Boah, echt kalt draußen. Ja, wenn man unten nicht direkt bei der Fußbodenheizung schlafen will, finde ich, ist das hier echt das ideale Schlafzimmer. Wir gucken jetzt mal, wie viele Leute hier reinpassen. An der Stelle auch nochmal ganz vielen Dank an alle unsere Freunde, die uns hierbei mitgeholfen haben. Ohne euch wäre das wirklich nicht möglich gewesen. Und auch nochmal ganz vielen Dank an unsere Patreons. Das wird auf keinen Fall das letzte Video vom Baumhaus. Ich glaube, wir haben noch ziemlich viele Ideen, die wir alle noch umsetzen können. Nächste Woche geht es dann erstmal weiter mit einem neuen Projekt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr wollt, dann schaut mal bei do-something.de vorbei.